So, jetzt möchte ich mal einen kleinen Takt erzählen zu Arcade. Und zwar, es gibt, glaube ich, keine einfache Methode, in dem Game besser zu werden, als Arcade zu zocken. Weil ihr einfach die Möglichkeit habt, ständig mit einer Riesenhorde Gegner konfrontiert zu sein, ohne dass ihr... Boah, ich muss leiser machen, sonst fliegen mir die Ohren weg. Ohne dass ihr... Wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz. So, jetzt sind wir erstmal leise. Ganz wichtig bei Arcade, wenn ihr Arcade spielt, einfach Lautstärke ganz runterdrehen. Ihr müsst die Gegner nicht so hören, wie ihr das vielleicht im Battle Royale Modus braucht. Das bedeutet, dreht die Lautstärke runter, damit euch die Ohren nicht wegfliegen. Ich weiß, es ist ungewohnt, wenn ihr am Anfang Arcade spielt, ihr seid es nicht gewohnt. Oh, genau, ihr seid es nicht gewohnt, dass ihr ständig sterbt und erschossen wird. Am Anfang hat mich das auch angeödet und es ist, glaube ich, ein Hindernisgrund für viele. Aber das führt dazu, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, so schnell besser zu werden wie Leute, die permanent Arcade spielen. Ist wirklich so. Weil dieser Hand-Augen-Koordination, ihr müsstet Unmengen an Spielen spielen, um auf dieselbe Menge an Gegnern zu kommen, die ich hier in so einem... Seht ihr das? Was ist da los? Um auf dieselbe Menge an Gegner zu kommen, wie ich jetzt hier gerade. Im Battle Royale Modus. Das geht gar nicht. Und deswegen mein Tipp an euch, spielt Arcade. Um einfach... Oh Gott. Routine zu bekommen. Routine, 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 Routine. Hand-Augen-Koordination ist das Wichtigste. Und das kriegt ihr am einfachsten im Battle Royale Modus. Im Arcade Modus. Dreht die Musik dazu runter, die Lautstärke vom Game. Oben ist einer. Und ist schon erledigt. So aussehen. Eure Schrotflinte braucht das gar nicht erst versuchen auf Distanzen. Aber ihr könnt zum Beispiel auch dann wirklich eure Schrotflinten-Skills verbessern, ne? Ihr würdet normalerweise im Game keine Schrotflinte spielen, nehme ich an. Ah, Mist, schade. Da war ich jetzt ein bisschen drüber. Aber im Arcade seht ihr erstmal, wie mächtig die Schrotflinte ist. Schade, war ich auch leider nicht genau drauf. Das ist das, was ich meine. Hand-Augen-Koordination, ultra wichtig. Und mit der Schrotflinte könnt ihr das besonders gut üben, weil... Friend, warum schießt du auf mich, Jo? Warum schießt du auf mich? Genau. Das war eigentlich nur ein kurzes Appell an euch. Wenn euch das nervt, dass ihr ständig erschossen werdet und dass es so laut ist, macht einfach dreht die Musik runter. Dreht die Lautstärke runter. Und übt einfach, spielt das Ding einfach ein bisschen entspannt. Haut ein Hörbuch rein. Tolstoi, Kriege und Frieden, was auch immer. Und rennt einfach ein bisschen in den Maps rum und zappt die Typen weg. Und ihr kriegt sogar dafür auch noch Gutscheine. Also Coupons. Ich habe jetzt nur drei Frags gemacht bisher. Nicht wirklich heldenhaft. Jetzt sind es vier. Wollt ihr noch einer was von uns, glaube ich? Und das ist auch immer sowas, ne? Die kommen immer hinter euch her. Granate. Kommen immer hinter euch her. Es gibt kaum jemanden, der da widerstehen kann. Das war jetzt krass geraten. Sorry, oder? Es gibt kaum jemanden, der widerstehen kann, euch nicht hinterher zu laufen. Also lauft einfach, rennt, wenn er nicht weiß, wo die Schüsse herkommen, lauft einfach weg. Dann dreht er euch um und wartet an der Kante. Gegner. Ah, come on. Der Dingo hat schnell reagiert. Also ihr kommt natürlich auch mit richtig guten Playern zusammen. Ich arbeite mich langsam hoch. Die erste Runde war schon fast gelaufen gewesen, als ich dazugestoßen bin. Deswegen bin ich relativ niedrig mit meinen Frags gerade. Die habe ich ja nicht ganz mitgespielt, die erste Runde. Aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, ihr kriegt Coupons, wenn ihr Arcade spielt. Dreht ihm Lautstärke runter und ignoriert das, dass ihr oft sterbt. Am Anfang ist es so. Das ist unausweichlich.
Aber irgendwann werdet ihr besser und dann fängt es an, echt richtig Spaß zu machen. Und wenn ihr in Arcade gut seid, dann könnt ihr im Battle Royale Modus wirklich dominieren. Wichtig ist allerdings, dass ihr euch dann wieder abgewöhnt, Rambo-mäßig zu spielen. Das passiert mir öfters, dass ich dann wirklich so Rambo-mäßig reinstürme, weil ich denke, es geht um nichts in Wirklichkeit. Also das ist ein Problem, da müsst ihr euch erst wieder dran gewöhnen. Diese Umstellung vom Rambo-Modus auf Sneaky Ratten, wenn er von Arcade auf Battle Royale-Modus wechselt. Aber die Hand-Augen-Koordination, die Reflexe und alles das nimmt euch natürlich keiner weg. Wenn ihr wirklich campt und gleichzeitig übt und gleichzeitig wirklich schnelle Reflexe übt und Treffsicherheit übt im Arcade-Modus, dann seid ihr wirklich einigermaßen unschlagbar. Also da müssen dann schon wirklich richtig gute Gegner auftauchen, dass ihr da in Probleme geratet. Ihr seht, ich laufe die ganze Zeit in diesem Bereich rum, wo es sehr verschachtelt ist. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der Schrotflinte was zu reißen. Die Schrotflinte ist mega overpowered in so Bereichen, wo wirklich keine, wo die Gegner... Was sind denn die Gegner? Da campen die irgendwo oder was? Ich sehe keine Gegner. In solchen Situationen ist die Schrotflinte overpowered. Wir müssen nur einen Schuss treffen, dann ist der andere weg. Das bedeutet, der kommt gar nicht dazu, auf euch richtig anzu... Hoppala! So was müsst ihr dann machen. Guck. Da hinten war auch noch einer. Kommt jetzt hier gleich rum. Und ich treffe natürlich nicht. Doch, ich habe getroffen. Aber wenn sie zu zweit sind, ist halt schwierig. Wenn sie zu zweit sind, ist schwierig. Wir arbeiten uns langsam hoch in der Nahrungskette. Wichtig ist auch, dass ihr eine Maus habt, die leicht ist. Habe ich am Anfang unterschätzt. Ich habe am Anfang mit dieser Naga Trinity gespielt, mit diesen 1 Million Tasten an der Seite. Die ist zu schwer, damit könnt ihr nichts reißen. Ihr habt zwar mehr Tasten. War ein bisschen zu spät, hat er die Granate zu spät losgelassen. Leichte Maus ist viel wichtiger als viele Tasten. Da hat er Glück gehabt. Da hat er Glück gehabt, der Bro. Leichte Maus viel wichtiger als viele Tasten, weil wenn er nicht auf dem Gegner seid. Wirklich? Gibt's ja nicht. Den haben wir auch. Und so macht er das einfach. Metzelt euch durch. Oh, schade. Schade. Und ihr seht auch, die richtigen Profis sind im Arcade, ne? Also im Arcade trefft ihr, ist beim Matchmaking irgendwie crazy. Viele, die wirklich hohe Level haben, sind im Arcade unterwegs. Habt ihr das gesehen? Rechts. Rechts ist er. Ziel ist immer, sich so nah dran zu sneaken in die Mitte. Ja. Da rentiert sich's gar nicht, sich umzudrehen. Wenn man weiß, dass die Schüsse von weit weg kommen und man hat die Schrotflinte, dann bringt's nichts. Da drin geht's ab mit der Pumpe, mit der SMG. Ich geh hier rein. Hier fühle ich mich als Schrotflintenfuzzi am Bett mit Wurzeln. Oh Gott, wie ich daneben geschossen hab 5-mal. Da draußen ist einer. Ich muss hier wieder rein. Ich werde mich sehen. Ja, das macht er mal. Wir werden dieses Match verlieren. Wer wollte da was von mir? Von hinten hat einer geschossen. War ein Friend. Ja, genau. Haben wir uns doch noch hochgearbeitet, obwohl wir eigentlich zu spät hier in den ins Match reingekommen sind. Aber genau, so läuft das Game. So bringt es das Arcade und wie gesagt... Lautstärke runterdrehen und dann habt ihr eigentlich, schauen wir mal ganz kurz, ja, 11 Kills, gar nicht so schlecht. Lautstärke runterdrehen und einfach mal ein paar Runden Arcade zocken, schneller könnt ihr PUBG nicht lernen als im Arcade-Modus. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, passt auf euch auf, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ich hier so erzähle und like und subscribe und ich werde in Zukunft wieder ein bisschen öfter so Tipp-Videos machen. Weil ich glaube, die bringen vielen was. Ich erzähle immer wieder doch mal nochmal was Neues, auch für Leute, die vielleicht 7 Jahre schon das Game spielen. Es ändern sich immer wieder Dinge und ich denke, da könnt ihr einiges noch lernen, beziehungsweise ich lerne natürlich auch was, wenn ihr in die Kommentare eure Meinungen zu den Themen runterschreibt. Also, in diesem Sinne, passt auf euch auf, macht's gut, ciao, ciao.